Ja, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe Werkstatt TV. Heute haben wir hier einen Audi TT 8N und der hat das Problem, dass wenn man den Blinker einschaltet, die jeweilige Seite nur leuchtet und nicht mehr blinkt. Das Problem tritt sporadisch auf, aber in letzter Zeit immer häufiger. Die Ursache ist das Blinkrelais. Das Blinkrelais ist bei diesem Audi TT gleichzeitig der Warnblinkerschalter. Hier ist das Blinkrelais mit eingebaut. Den haben wir jetzt neu gekauft, Originalteil. Wo ihr den bekommt, findet ihr in der Videobeschreibung und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. So, dann fangen wir mal an und bauen als erstes das Radio aus. Es geht bei jedem Radio ein bisschen anders, je nachdem, welches ihr habt. Wir haben jetzt hier ein Wecker-Radio drin, hier gibt es diese speziellen Klammern für. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Auch zu denen, Link in der Videobeschreibung. Wir haben uns hier mal so ein ganzes Set hier gegönnt mit den Entriegelungswerkzeugen für so alle gängigen Radios eigentlich. Ja, wie gesagt, die richtigen jetzt einfach hier rein. Wir haben da ein bisschen gefummelt, aber es hat dann funktioniert. Und dann kann man es, wenn man die auseinanderbiegt, dann einfach hier so rausziehen. Wir haben jetzt hier, das ist nachgerüstet worden, noch ein bisschen anderes Zeug drin. So. Die Kabel können eigentlich alle dranbleiben bei dieser Arbeit. Da müsst ihr halt nicht die Sender neu einstellen oder je nachdem noch eine PIN-Nummer eingeben oder so. Da kommen wir so dran. Dann haben wir als nächstes hier oben, ist schon ein bisschen lose hier, so eine Kunststoffabdeckung, die man einfach nur runterdrücken muss und dann einfach so hier rausziehen kann. Als nächsten Schritt haben wir jetzt hier oben eine Verriegelung, die man einfach runterziehen muss. Und wenn man die runtergezogen hat, kann man den Knopf jetzt hier einfach nach innen durchdrücken. Ich zeige euch gleich, wie das von hinten aussieht. Und da kommt der Rest auch noch raus. Dann nehmen wir den neuen Schalter. Hier ist der Stecker, der ist hier einfach nur reingedrückt. Hier unten sind noch zwei so kleine Beinchen, also ihr könnt den auch nicht verkehrt rum einbauen. So, dann testen wir jetzt gleich schon, bevor wir das richtig einbauen. Die Warnblinkfunktion ist gegeben. Und wenn ich die Zündung einschalte, Blinker links und Blinker rechts funktionieren auch wieder. Und ihr hört hier das Tackern von dem neuen Relais, das Klicken. Schön. Dann müssen wir den jetzt eigentlich nur von hinten wieder hier durchschieben. Gucken durch das Loch, das war. Da ist er drin. Drücken den Halter wieder hoch. Und dann als nächstes hier diese Kunststoffabdeckung wieder rein. Kann man leider im Video schlecht sehen, aber ist eigentlich kein Kunstwerk. So, die ist jetzt auch wieder drin. Als nächstes fummeln wir jetzt noch das Radio rein. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ja Leute, das war es im Prinzip schon. Wie gesagt, das einzige Werkzeug, das ihr braucht, sind diese Entriegelungsdinger hier für euer Radio. Die sind jetzt hier für den Bäcker. Oder wie ich schon gesagt habe, in der Videobeschreibung unten findet ihr diese Rolle, die wir hier haben, für alle gängigen Radios eigentlich auszubauen. Kann man sich immer mal hinlegen, ist auch nicht so teuer. Dann nähert sich das Jahr ja langsam dem Ende. Das heißt, wir werden euch auch wieder an jedem Adventssonntag einen Advents-Special kredenzen. Und ihr könnt uns ja noch in die Kommentare schreiben, was ihr da gerne sehen wollt. Wir haben an Making-of gedacht, wie entsteht so ein Video von uns. Outtakes bekommt ihr wieder zu sehen. Ich habe fast genug Material für 2 oder 3 Folgen davon. Oder ob, wenn ihr noch irgendwas Technisches erklärt haben wollt oder so, schreibt es uns einfach. Wir gucken mal, was wir davon dann gedreht bekommen. Ansonsten danke fürs Zusehen, Abo nicht vergessen hier und bis zum nächsten Mal auf Werkstatt TV.